In einer kalten Oktobernacht im Jahr 2003 wollte sich Shirley Jets aus Seattle, Washington, gerade bettfertig machen, als sie ein Klopfen an der Tür hörte. Sie näherte sich der Tür und bat die Person auf der anderen Seite, sich zu erkennen zu geben. Die Stimme draußen antwortete sofort, es sei ein Vertreter, der nur ein paar Minuten von ihrer Zeit haben wollte. Das war aus zwei Gründen merkwürdig. Erstens war es fast 10 Uhr abends, viel später als es für Vertreter an der Tür üblich ist. Und zweitens war das Klopfen nicht von der Haustür gekommen. Es kam von der Tür zu ihrem Badezimmer. Wurde Ihr Haus schon einmal von einem Haustürverkäufer besucht? Wenn Sie in den letzten 40 Jahren geboren wurden, lautet Ihre Antwort auf diese Frage wahrscheinlich nein. Im Zeitalter des Online-Shoppings wirkt die Vorstellung, dass ein Verkäufer von Haus zu Haus geht und Staubsauger- oder Lexikasets anpreist, wie ein Relikt aus der Vergangenheit. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Sie heutzutage einen Verkäufer auf der Straße sehen und ebenso unwahrscheinlich, dass einer an Ihre Haustür klopft. Wenn Sie jedoch im Bundesstaat Washington leben, sollten Sie sich vor einem bestimmten Verkäufer in Acht nehmen, der immer noch die Runde macht. SCP-1879, auch bekannt als Haustürverkäufer. Ein Phänomen, das sich zufällig in Häusern in ganz Washington manifestiert. Die Betroffenen hören ein anhaltendes Klopfen an den Innentüren ihrer Häuser und die fragliche Tür wird als SCP-1879-1 klassifiziert. Das Klopfen hört erst auf, wenn die Tür geöffnet wird, woraufhin der Betroffene von SCP-1879-2 begrüßt wird. Einem weißen Mann unbestimmten Alters, der etwa 1,70 groß ist. Der Mann gibt sich als Verkäufer aus und versucht sofort der Person, in deren Wohnung er gerade eingedrungen ist, ein bizarres Produkt anzudrehen. Die SCP-Stiftung wurde erstmals auf die Existenz des Haustürverkäufers aufmerksam, als sie einen Notruf abfing, der aus dem Haus von Frau Shirley Jets kam. Sie hatte die Tür zu ihrem Badezimmer geöffnet, um den Verkäufer dazu zu bringen, mit dem Klopfen aufzuhören. Und als er einmal in ihrer Wohnung war, weigerte er sich, sie wieder zu verlassen. Nach Angaben von Jets verschwand er immer wieder durch verschiedene Türen in ihrem Haus. Der Außendienstmitarbeiter der Stiftung, Rogers, wurde mit einem Aufnahmegerät ausgestattet und zusammen mit mehreren anderen Mitarbeitern zur Untersuchung des Falles entsandt. Als er bei dem Haus ankam, fand er Mrs. Jets untröstlich vor. SCP-1879-2 redete immer noch schnell auf sie ein und seltsamerweise war das Produkt, das er in der Hand hielt, ein Border Collie-Welpe. Sobald Agent Rogers den Raum betrat, wandte der Mann seine Aufmerksamkeit von Mrs. Jets ab und ihm zu. Dann versuchte er, den Welpen an Agent Rogers zu verkaufen. Agent Rogers wollte diesen Welpen nicht kaufen, aber er fand, dass der Mann so schnell und eindringlich sprach, dass er nicht zu Wort kam. Der Mann flehte Rogers an, den Welpen zu nehmen, drückte ihn ihm praktisch ins Gesicht und sagte, dass er kein Geld brauche und dass die einzige Bezahlung, die er brauche, etwas von ihrer Zeit sei. Rogers war so verärgert darüber, dass er überredet und unterbrochen wurde, dass er den anderen Außendienstmitarbeitern befahl, den Verkäufer festzunehmen. Das taten sie auch, aber sobald die Agenten ihn aus der Haustür führten, verschwand er spurlos. Die Agenten blieben in der Gegend, um die Situation zu überwachen, und tatsächlich tauchte SCP-1879-2 sechs Stunden später erneut im Haus von Mrs. Jets auf und versuchte immer noch, den Welpen gegen kein Geld, sondern nur gegen ein wenig ihrer Zeit einzutauschen. 12 Jahre, um genau zu sein. Nachdem sie stundenlang von diesem übernatürlich aufdringlichen Verkäufer zermürbt worden war, gab Jets nach und willigte ein, den Welpen zu nehmen, und verschwand sofort. Der Haustürverkäufer verschwand dann selbst durch die nächste Tür, bevor er wieder aufgegriffen werden konnte. Ratlos, was sie tun sollten, verabreichten die Beamten der Familie von Mrs. Jets ein Amnestiemittel der Klasse A und gingen. Der Grund für ihr Verschwinden wurde erst 12 Jahre später, im Jahr 2015, bekannt, als sie an derselben Stelle wieder auftauchte, von der sie verschwunden war, ohne zu wissen, wie viel Zeit vergangen war. Der Welpe hatte sie wirklich gerade 12 Jahre ihres Lebens gekostet. Geschichten wie die von Shirley Jets sind in den letzten Jahren überall im Staat aufgetaucht, von Everett bis Walla Walla und überall dazwischen. Aufgrund des zufälligen Charakters der SCP-1879-Ereignisse und der Art und Weise, wie der Haustürverkäufer augenblicklich durch jede Tür in einem Gebäude verschwinden kann, war die SCP-Stiftung nicht in der Lage, ihn zu fassen. Das Beste, was sie bisher tun konnten, war 911-Anrufe aus dem ganzen Bundesstaat zu überwachen und auf Schlüsselwörter zu achten, die auf einen weiteren Angriff von SCP-1879 hindeuten könnten. Wenn ein solches Ereignis gemeldet wird, setzt die Stiftung die mobile Einsatzgruppe Row 4 ein, auch bekannt als Schussverkäufer. Die Aufgabe dieser Taskforce besteht darin, den Schaden zu minimieren, indem er abgefangen wird, bevor er ein Geschäft abschließen kann. Dies ist eine sehr wichtige Aufgabe, wie die Geschichte von Mrs. Jets zeigt.
Denn obwohl die Produkte, die dieser Verkäufer verkauft, unschuldig sein mögen, akzeptiert er keine Bezahlung in einer normalen Währung. Die Preise, die er für seine Produkte verlangt, sind immer bizarr und oft tödlich. Wenn jemand nur 12 Jahre seines Lebens verliert, könnte man meinen, dass er gut davonkommt. In einem Fall war das Produkt, das verkauft wurde, eine einzelne Rose. Im Tausch ging das Herz der Person. Nachdem der Deal besiegelt war, fiel die Person auf der Stelle tot um. Eine Autopsie ergab, dass sein Herz und sein Kreislaufsystem aus seinem Körper verschwunden waren. In einem anderen Fall bot er 220 Bananen an und forderte das Opfer auf, ihm einfach etwas Zucker zu geben. Die Person willigte ein und alle Zuckerwaren in der Wohnung verschwanden. In einem dritten Fall versuchte er, einen thermonuklearen Sprengkopf zu verkaufen, dessen Preis die Seele des Opfers war. Die Person akzeptierte und zunächst schien nichts passiert zu sein. Die Stiftung nahm den Sprengkopf an sich und brachte ihn in einen nicht anormalen Sicherheitsbehälter. Später an diesem Tag wollte die Person Musik hören und musste feststellen, dass 2 ihrer Schallplatten verschwunden waren. Lady Soul und Almighty Fire von der weltberühmten Soul-Sängerin Aretha Franklin. Obwohl er unglaublich aufdringlich und lästig ist und seine Geschäfte tödlich sein können, hat der Haustürverkäufer immer noch einen Sinn für Humor. Die Tatsache, dass die Stiftung ihn nicht fassen kann, bedeutet, dass viele Fragen unbeantwortet bleiben. Die bei weitem größte Frage ist, warum er tut, was er tut. Bei den meisten SCP-1879-Ereignissen wirkt er verzweifelt und will unbedingt etwas verkaufen. Oft spricht er von Quoten und Terminen, die er einhalten muss, was auf eine andere, unsichtbare Instanz schließen lässt, der er Rechenschaft ablegen muss. Diese Fragen bleiben unbeantwortet, denn alle Versuche, den Haustürverkäufer zu befragen, waren erfolglos. Wenn er sich an einem Ort manifestiert, ist es unmöglich, ihn von seinem Verkaufsgespräch abzubringen und er verschwindet, sobald er seine Waren erfolgreich verkauft hat. Es gab jedoch einen Fall, in dem Agenten der Stiftung nach einem SCP-1879-Ereignis Zeuge einer seltenen Interaktion zwischen ihm und seinen mysteriösen Auftraggebern wurden. Agent Rogers und der Rest der Schuhsverkäufer wurden zu einem Haus in Spokane gerufen, wo ein schnelles Klopfen aus der Schlafzimmertür zu hören war. Ausgestattet mit Aufnahmegeräten konnte Rogers die Stimme des Haustürverkäufers aufzeichnen, die aus dem Schlafzimmer kam. In der Aufnahme schimpfte der Verkäufer vor sich hin, dass er seine Quote bis morgen nicht erfüllen könne und sagte, dass er sonst für das nächste Jahrhundert in dieser Welt festsitzen würde. Er begann erneut zu klopfen und schrie durch die Tür, dass er wisse, dass sie zu Hause seien. Er klopfte weiter, bis er durch das Klingeln eines Telefons unterbrochen wurde. Der Haustürverkäufer hörte, wie er abnahm, und Rogers gelang es, das Gespräch aufzuzeichnen. Bei dem Anruf handelte es sich offenbar um seinen Chef, der sich über seine Leistungen beschwerte. Nur eine Seite des Gesprächs war zu hören, aber offensichtlich war der Chef des Haustürverkäufers nicht sehr erfreut darüber, dass er 2 Aretha Franklin-Alben als Bezahlung erhielt und nicht eine echte menschliche Seele. Er entschuldigte sich für den Scherz und sagte dann zu seinem Chef, »Es wird nicht mehr wieder vorkommen. Bitte tun Sie ihm nicht weh. Ich werde dieses Mal die Quote erfüllen. Ich schwöre es.« Er legte auf und grummelte wieder vor sich hin. »Diesmal sollte ich wenigstens in die Buchhaltung aufsteigen. Ich habe meinen Beitrag geleistet und noch einiges mehr.« Rogers öffnete schließlich die Tür, zur offensichtlichen Enttäuschung des Haustürverkäufers, der hoffte, mit dem Eigentümer des Hauses zu sprechen und der ziemlich verärgert darüber war, dass ein weiterer seiner Verkäufe von MTF Row 4 unterbrochen wurde. Rogers versuchte, den Haustürverkäufer zu fragen, mit wem er gerade telefoniert hatte, aber wie üblich überging der Verkäufer ihn. »Jetzt lass uns mal logisch denken«, sagte er. »Sie wissen, dass ich Ihnen nichts erzählen werde. Ich weiß, dass Sie das, was ich verkaufe, wahrscheinlich nicht kaufen werden. Also lassen Sie uns einfach weiterziehen zu grüneren Weiden. Mein Abgabetermin rückt näher und ich bin sicher, Sie haben alle Hände voll zu tun, dafür zu sorgen, dass gute Leute ihre Arbeit nicht machen. Also mache ich mich auf den Weg und überlasse das Ihnen. Ciao.« Der Haustürverkäufer versuchte, die Tür zu schließen, aber Agent Rogers blockierte sie mit seinem Arm. Er war es leid, von diesem SCP an der Nase herumgeführt zu werden und er wollte ihn hier behalten und wenn es das Letzte war, was er tat. Er forderte das Wesen auf, zu bleiben und befragt zu werden, und andere Mitglieder der Taskforce nahmen den Verkäufer fest und stellten sicher, dass er den Raum nicht verlassen konnte. Der Haustürverkäufer, der nun von mehreren bewaffneten Männern festgehalten wurde, schien endlich nachzugeben. Er sagte zu Rogers, »Ich bin beschäftigt, also sage ich Ihnen was. Ich werde Ihnen etwas geben. Kein Geld aus Ihrer Tasche. Und wir sind quitt. Klingt das gut?« Rogers, der die ganze Sache nur hinter sich bringen wollte, stimmte diesen Bedingungen zu. 3 Sekunden später war jeder Agent vor Ort tot. Und der Haustürverkäufer konnte seine Krawatte zurechtdrücken, seine Aktentasche nehmen und durch die Tür ins Badezimmer gehen. Als die Wissenschaftler der Stiftung die Leichen untersuchten, stellte sich heraus, dass die Todesursache in allen Fällen darin bestand,
dass plötzlich Tausende von Münzen nicht nur in den Taschen, sondern auch in den Mägen, den Lungen und sogar unter der Haut auftauchten. Später am selben Tag wurde er in einem Haus in derselben Gegend gesehen, wie er versuchte, dem Hausbesitzer eine Glock 18-Pistole als Gegenleistung für seine Aufmerksamkeit zu verkaufen. Wie schon so oft verschwand er durch eine andere Tür, bevor die Stiftung den Ort des Geschehens erreichen konnte. Und als die SCP-Agenten eintrafen, fanden sie Mr. Johnson, der noch lebte. Dem aber der präfrontale Kortex fehlte. Der Teil des Gehirns, der die Aufmerksamkeit kontrolliert. Es ist wahrscheinlich, dass SCP-1879 aufgrund seiner Natur völlig unmöglich einzudämmen ist. Die Stiftung wird vielleicht nie mehr herausfinden als das, was sie bereits über ihn weiß. Die Art und Weise, wie er sich hinter verschlossenen Türen manifestieren kann. Oder den Grund, warum er ständig Quoten für einen unsichtbaren Chef erfüllen muss, der offenbar keinen guten Sinn für Humor hat. Wenn Sie also jemals im Staat Washington sind, seien Sie vorsichtig, wem Sie Ihre Tür öffnen. Besonders wenn das Klopfen, das Sie hören, aus dem Inneren Ihres Hauses kommt. Nun haben wir etwas ganz Besonderes für dich, wenn du uns ein bisschen deiner Zeit gibst. SCP-001, ja, die echte Nummer 1. Diesen Deal kannst du nicht abschlagen, also schau gleich rein.